Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es was Geisteskrankes, denn wir werden heute auf das offizielle Musikvideo von 24 Tim reagieren, Leute. Die letzten beiden Videos, wo wir drauf reagiert hatten, ihr seid so dermaßen ausgerastet, Leute. Es war geisteskrank. Also erstmal vielen Dank für euren Support, unfassbar. Und wie gesagt, jetzt wird es die letzte Reaction geben. Wir werden uns jetzt gemeinsam das Musikvideo angucken. Ich würde sagen, Leute, let's go, wir gehen rein. Da sind wir auch am Start, ja. Sehr, sehr nice. Und ja, ich bin gespannt, wie das Musikvideo sein wird. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Dislikes dieses Video hat. Ich sehe das gerade nicht. Aber schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich bin mal gespannt. Was haben wir denn hier so am Start? Dieses Video enthält bezahlte Werbung, okay? Wir hätten das gemacht. Ah, das ist beim Musiklabel. Deswegen, Leute, das Problem auf jeden Fall. Wir müssen da auf jeden Fall ein paar Mal skippen beim Musikvideo, weil sonst werden wir da GEMA-Probleme kriegen und das wird sonst gestrikt. Deshalb, Pausen müssen am Start sein. Wir gucken mal ganz kurz, was alles so gemacht hat. Lol, Sinan. Ey, den kenne ich sogar. Das ist ein Kumpel von mir, der damit macht. Lol, wusste ich gar nicht. Sehe ich gerade das erste Mal. Crazy auf jeden Fall. Nice. Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, was ich sage. Nee, Spaß, Leute. Ich bin da auf jeden Fall ehrlich. Wir tun jetzt hier die Musik bewerten und nichts anderes. Was sagen denn die Kommentare so? Okay, also eigentlich durchweg positiv. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Song einfach ultra krass und er hat sich echt gesteigert. Oder er hat einfach die Kritik weggelöscht. Leute, was meint ihr? Hat er Kommentare gelöscht? Ja oder nein? Wir können ja mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Wir haben 8000. Okay, krass. Das Video ist seit einer Stunde, seit ungefähr, nee, nicht ganz zwei Stunden online. 300.000 Aufrufe. Wir gehen da jetzt rein, Leute. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Schreibt mir gerne Video den unten in die Kommentare, was ihr als nächstes haben wollt. Und ja, schreibt gerne rein, wie ihr das Musikvideo findet. Let's go, wir gehen rein. So. Lol, der ist ja direkt schon am Anfang. Krass. Da ist hier der Kollege, den ich kenne. So schön, ja. Was willst du mit einer Puppe? Du bist doch ein Junge. Ah, okay. Was geht da dran nicht? Hallo. Ach, du ahnst es nicht. In diese Richtung geht das. Gut. Ja, also prinzipiell kann man natürlich sagen, es ist natürlich jeder egal, was er kaufen möchte und sich anziehen möchte. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt mittlerweile in der Steinzeit leben, dass sowas so wie der Tim sich hier kleidet natürlich nicht geht. Deswegen natürlich jetzt kein Hate, Leute. Lashes of Princess. Ob ich der bin von Bling Bling, ja safe, ich bin es. War schon immer 24 Tim, Mann, wer ist Bobby? Digga, ich will gar nicht wissen, was dieses Video kostet. Das wird richtig teuer sein. Oh Mann, Alter. Ich glaube, so Bling Bling, habe ich irgendwo gelesen, sollte irgendwie so 200.000 oder so gekostet haben. Das war auch zu teuer, sage ich euch, Junge. Okay, wir gucken weiter. Ich bitch mich auf, mach Stories in rosa Smarties, alles andere als artig. Digga, was hat der denn da für Fingernägel? Ach, du ahnst es nicht. Digga, wie kann man denn damit das Handy noch bedienen? Glamour und Partys, wie ich aus dem Haus gehe, nur gestylt, setz Bräuner drauf. Ja, ich übertreib auf Instagram, hab ich schon 2 Millionen geknackt, bald sind es 3. Kommst nicht klar auf meine Kur. Oh mein Gott, hast gewöhnungsbedürftig. Anfang 20 und so Hype, ein Swipe, es wär vorbei, aber du findest. Also ich meine natürlich den Song, nicht das Aussehen von ihm. Findest mich heimlich geil. Gönn dir mein A, A, A. Und der Booty macht bam, bam, bam. Also gönn dir mein A, A. Also, der Beat und so, der ist eine 1 mit Sternchen, ja. Das, der gefällt mir echt. Aber dieses, weiß nicht so, dass diese, ich weiß nicht, ob ich es die Adlets nennen soll, aber A, und der das hier, das gefällt mir nicht so. Das ist nicht so mein Vibe. Booty macht bam, bam, bam. Gönn dir mein A, A, A. Und der Booty macht bam, bam, bam. Also gönn dir mein A, A. Ja, aber sonst, ich mach mal den Ton hier kurz weg. Können wir uns das Video mal so angucken. Also eigentlich so ist es jetzt nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, die Szene von dem Cover, glaube ich, ne? Also das hier, genau. Oh, sehr krass. Also sehr, sehr aufwendig auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, wie ihr das so findet. Ich würde sagen, wir machen mal den Ton wieder an hier. High Heels voll mit Glitzer. Sorry, wenn... Okay. Hübsches Model. Dich das gerade triggert, Baby, hasta la vista, bin ich sicher. Wenn ich aus dem Haus gehe, nicht allein, hab jetzt Security. Das ist, also der polarisiert, muss man sagen, schon echt gut.
Also, das muss man mal sagen. Also, der weiß auf jeden Fall, wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht. Riester, bei denn auf Instagram hab ich schon 2 Millionen geknackt, bald sind es 12. Kommst nicht klar auf meine Kurven, kommst nicht klar auf meine Likes, kommst mich los mit ein. Timmy. Einem Swipe, doch du findest mich heimlich. Gönn dir mein. Digga, wie viele verschiedene Szenen ist das Video eigentlich? Das muss ja so aufwendig sein. Digga, das ist echt schon, boah, das ist krass geworden. Das war jetzt im Song aber jetzt nicht drin, oder? Also so, oder liege ich da falsch? Also gönn dir mein. Ich hab's gewusst von Anfang an. Das ist auch eine nice Pose jetzt hier. Also Musikvideo, muss man bis jetzt sagen, ist echt gut geworden. Über den Song kann man streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Also ich finde das auf jeden Fall eine Steigerung zu Bling Bling. Was ist eure Meinung? Unten damit ehrlich unten in die Kommentare. Gönn dir mein und der Booty macht bam bam bam. Also gönn dir mein und der Booty macht bam bam bam. Gönn dir mein. Also Mühe hat er sich da definitiv mitgegeben. Das ist echt ein, boah, muss echt richtig teuer gewesen sein. Und der Booty macht bam bam bam. Also gönn dir mein. Ich hab's gewusst von Anfang an. Also das Gestöhne ist nicht ganz so meins. Aber sonst, wir gucken uns mal das Video an. Ist meiner Meinung nach echt gut. Also, was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, Chat. Kommen wir ein bisschen weiter und vielleicht hört er jetzt damit auf. Ja. Die Barbie-Szene geht weiter. LOL. Digga, der hat das gleiche Tattoo wie ich. LOL. Hä? Als ob. Alter, geht's dir eigentlich noch gut? In meinem Laden kann hier jeder sein, wie er will, ne? Merk dir das mal bitte. Und für dich, ne? Du kannst die Puppe behalten. Geht aufs Haus, gönn dir. Also, man muss, also prinzipiell so, der Song ist jetzt nicht so meins, sag ich euch ganz ehrlich. Aber man muss einfach so das Statement sagen, was er so damit setzt. Auch gerade jemand so, dass das so geht und so, dass das natürlich nicht geht, dass man das so quasi, ey, du bist doch ein Junge, so. Das finde ich okay, so. Ich, allgemein finde ich das ein bisschen schwachsinnig, dass nicht jeder aussehen kann, wie er will oder lieben kann, wie er will, dass man dafür noch gehänselt wird irgendwie. Also musst du einfach sagen. Lol, hier sieht man jetzt, wer der quasi alles mitgemacht hat. Sehr, sehr nice. Fazit des Videos. Der Song ist jetzt nicht so meins, aber das Video ist schon krass geworden. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten Kommentare, wie ihr das findet. Ich muss sagen, sonst schon sehr, sehr nice. Checkt den Song gerne ab. Kommentare können wir nochmal ganz kurz anschauen, Leute. So. Wie viele das denn jetzt dazu geworden sind in den 3 Minuten? Ja, so 100 ungefähr. Ich weiß nicht, ob der da was weglöscht. Ich glaube... Ich glaub nicht. Doch, ich. Aber wie gesagt, man sieht eigentlich kein Hate. Eigentlich nur positive Resonanz. Ist ja okay. Aber ja, wie gesagt, top, dass ich es nochmal gemacht habe. Checkt den Song gerne ab, wenn ihr Bock habt, Leute. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lasst, kostenlos Abo. Dankeschön, Leute. Ciao, und tschö mit Ö.